Allianz MTV Stuttgart dominiert die Bundesliga. 10 Spiele, 10 Siege ist die makellose Bilanz. Dabei hat das Team gerade einmal 3 Sätze abgegeben. 8-mal konnten die Gegner gar keinen Satz gewinnen. Auch dem Team aus Suhl ergeht es am Wochenende nicht besser. Und das, obwohl Stuttgart für seine Verhältnisse ein eher schwächeres Spiel zeigt. Ja, das Ergebnis ist eindeutig, aber mit unserer Leistung bin ich nicht besonders zufrieden. Allein im ersten Satz haben wir 11 Fehler gemacht und Suhl damit im Spiel gehalten. Insgesamt hat Suhl 47 Punkte gemacht, davon waren 20 Fehler von uns. Das ist zu viel. Im Block waren wir ganz gut, aber wenn wir gegen die großen Teams gewinnen wollen, müssen wir weniger Fehler machen, vor allem im Angriff. Damit übernimmt Stuttgart auch die Tabellenführung. Für Giannis Athanasopoulos eine Momentaufnahme, nicht mehr. Für ihn hat die Gesundheit der Spielerinnen höchste Priorität. Seine Rechnung: Bleiben alle gesund und konzentriert, wird sich der Erfolg am Ende von selbst einstellen. Absolut. Wir müssen auf unsere Spielerinnen aufpassen. Wir müssen sie ganz behutsam entwickeln, das Training und die Regeneration steuern. Die Gesundheit und die Fitness stehen über allem. Wir haben gesehen, egal wer heute gespielt hat, das Team hat funktioniert. Das war auch schon in Vilsbiburg so. Es ist wichtig, dass alle auch ihre Pausen bekommen. Wir brauchen jede einzelne Spielerin. Der Trainer braucht seine Spielerinnen und Allianz MTV seinen Erfolgstrainer. Logische Konsequenz: die Vertragsverlängerung zum Jahreswechsel um 2 weitere Jahre. I'm really happy. Ich bin einfach glücklich. Ich bin jetzt 5 Jahre hier. Es ist meine zweite Heimat. Mein Sohn wurde hier geboren. Der Verein entwickelt sich jedes Jahr weiter. Ich hoffe, wir können unsere Ziele erreichen, Titel gewinnen. Wir wollen auch mehr deutsche Spielerinnen entwickeln und einbauen. Das ist nicht einfach, aber wir arbeiten dran. Und schon am Mittwoch wird auch wieder in der Bundesliga gearbeitet. Dann will Allianz MTV in Potsdam seine beeindruckende Serie weiter ausbauen.